In der EU werden jährlich rund 360 Millionen Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen und Pferde lebend transportiert. Dazu kommt noch über 1 Milliarde Geflügel. Zusammengepfercht, extremer Hitze ausgesetzt und ohne ausreichende Wasserversorgung sind die ohnehin schon gestressten Tiere oft stundenlang unterwegs. Die Tiere durchleben auf dem Weg zum Schlachter regelrechte Höllenqualen. Doch was tut die EU, um das Leid dieser Tiere zu mildern? Viel zu wenig, weil es da sehr viel profitgierige Personen auch gibt. Aber wir haben erstmals es geschafft, dass es eine Willensbildung gibt, dass eine Limitierung der Transportzeiten bei Nutztieren der Fall sein wird. Das, was wir wollten, noch weniger an Transportzeiten und auch ein Verbot an Export in den Nahen Osten, in die Türkei oder nach Nordafrika, das ist leider noch nicht der Fall. Aber da bleiben wir dran und da machen wir weiter gehörig Druck.